Darf euch herzlich grüßen heute Morgen. Schön in so strahlende Augen zu gucken, wie vorher, weiß nicht, wie es euch ging, als die Marlene hier stand und aus ihrer Bibelschulzeit berichtet hat und einfach auch mit dem Fokus, was sie jetzt noch vorhat. Das ist schön, wenn Leute brennen für Gott und seine Sache. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung, die wir immer wieder machen dürfen. Und dass wir das alles nicht verdient haben, und dass wir durch Gottes Gnade leben, was wir eben hier gesungen haben, das finde ich persönlich das Beeindruckende im Glaubensleben, in dem wir immer stehen, in dem wir immer wieder neue Herausforderungen durchleben müssen. So geht es mir zumindest, Höhen und Tiefen. Und so ging es auch dem Mann, mit dem wir uns heute Morgen auseinandersetzen wollen, der Simson. Nochmals, ihr erinnert euch vielleicht vor, ich glaube 5 Wochen ist her, als Bruder Helmut Kuhlmann hier stand und über Simson gesprochen hatte. Und ich dachte mir, just an dem Sonntag, ich glaube, Freitag, Samstag, weiß nicht genau, ein paar Tage vorher habe ich mir erstmals Gedanken gemacht, oh, ich weiß, ich habe in 4 Wochen Predigt, die hat sich jetzt nochmal verschoben durch einen Tausch, haben 4 Wochen Predigt, über was möchtest du oder was denkst du, was ist dran zu predigen? Na, Simson. Ich hatte das Buch Richter vor kurzem gelesen und dachte ich mir, ja klar, den Simson, den kennt jeder von seiner Kinderstunden, Zeit. So geht es euch bestimmt auch. Aber ich habe noch nie eine Predigt über einen Simson gehört, bis vor dann zum besagten Tag, als dann der Helmut hier stand. Aber nachdem er sich auf das Kapitel 16 beschränkt hat, dachte ich mir, ja, ich spreche trotzdem über Simson. Denn da gibt es nicht nur ein Kapitel, das 16. im Buch Richter, sondern es fängt eigentlich schon an im Kapitel 13. Die Geschichte von Simson, die wir dort nachlesen können. Ganze 4 Kapitel lang, wo wir lesen können, ja fast sogar müssen, wie er Niederlagen erlebt, wie er durch Gottes Gnade eigentlich nur zum Ziel kam. Denn das ist das Fazit, das nehme ich mal vorneweg. Simon lebt in Finsternis und er starb auch im wahrsten Sinne des Wortes in Finsternis, denn er war dann blind, ihm wurden seine Augen ausgestochen, er starb in Finsternis, aber er lebte auch in Finsternis, obwohl es ein Mann Gottes war, das kann man so sagen. Simson, und das ist ein Zitat, das ich aus einem Kurzkommentar von Warren Wiersbe übernommen habe. Er hat es so formuliert, der Warren Wiersbe hat geschrieben, Simson hätte als Sieger leben können, aber er zog es vor, als moralischer und auch als geistlicher Verlierer zu leben. Und das ist doch schade, so ein Leben zu leben. Als moralischer und geistlicher Verlierer leben zu müssen. Und bei dem Mann war es so und trotzdem steht im Hebräer 11 bei den Glaubenshelden er mit dabei als Mann Gottes. Und das finde ich das Beeindruckende. Ja, die Bibel, die schreibt nicht rosa prosa, sondern die zeigt die Menschen so, wie sie wirklich sind. Das ist das zentrale Ding. Es wäre nicht nur die schönen Seiten, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, in der Welt heute, in der wir leben, da wird immer nur das Schöne dargestellt, das Positive. Jemand wird etwas verkauft. Im Verkaufsprospekt werden nur die schönen Seiten gezeigt. Alles, was gut und richtig ist und was glänzt und neu. Aber die Nachteile, die werden in der Regel nicht genannt. Aber die Bibel ist da ganz anders. Und die spricht die Wahrheit und auch in diesem Fall, aber auch in vielen anderen Fällen, einfach auch über die negativen Dinge im Leben. Wenn wir so einen Text angucken, wie zum Beispiel den von Simson oder auch viele im Alten Testament, dann können wir den Text lesen, das wird man gleich tun, aber wir können den lesen und denken, ja, so steht es geschrieben, Gottes Wort, so ist es und wir lassen es dabei bewenden. Und dann werden wir aber auch feststellen, dass was damals aktuell war, das ist auch heute noch aktuell. Damals die Geschichte vom Simson, wir können das sehr gut auch für uns noch so uns wiederfinden. Das, was der Simson erlebt hat, seine Frauengeschichten, ja, wer kann das nicht nachvollziehen? Die Männer zumindest können solche Gedanken sicherlich nachvollziehen beim Simson, was da hier so beschrieben wird über ihn. Und seine Rachegedanken, das ist die eine Seite der Medaille. Man kann aber auch sehen, wie Simson, der Mann Gottes, ein Richter, wie der gekämpft hat. Der sieht die Philister im Tal unten und er geht hin und tut etwas.
Und wir können natürlich das übertragen für uns und sagen, ja klar, wir im geistlichen Kampf wollen auch kämpfen für unseren Glauben. Wir wollen uns einsetzen, wir wollen was tun. Und wir können natürlich, und das ist die dritte Möglichkeit so einer Textbetrachtung, wir können auch hergehen und sagen, naja, wir wollen das jetzt nicht auf die Gemeinde und auf Israel beziehen und dass wir eben als Vertreter quasi Israels, die heutige Gemeinde, mit den Heiden kämpfen, so wie wir das im Bild hier gesehen haben, auch sehen werden. Wir können das natürlich auch nur auf die Gedanken übertragen und sagen, nein, der Simson, der musste auch geistlich kämpfen. Der hatte einfach Nöte, der hatte Probleme, der hatte ein Thema, nämlich bei ihm mit ja, Rache, mit Frauen. Ich hatte es schon erwähnt, der Helmut hatte es schon erwähnt, das war sein großes Thema, in dem er festgesteckt war. Und so einfach so diese geistliche Übertragung. Das ist der dritte Punkt, die Möglichkeit, an so einen Text heranzugehen. Wir können aber auch hergehen, und es ist ganz interessant, zum Beispiel allegorisch wird man dann sagen, das ist eine allegorische Übertragung in Simson, ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus sehen. Und das ist tatsächlich in vielen Dingen, können wir hier Vorbilder sehen auf unseren Herrn, aber natürlich nur ganz schwach und ganz unscharf. Und unser Herr natürlich auf einer ganz anderen Ebene, ganz klar. Aber hier kommt regelmäßig das Wort Retter, Heiland vor im Buch der Richter. Die Richter waren regelmäßig Retter für das Volk damals. Und genau das Wort finden wir auch später in der Weihnachtsbotschaft. Euch ist heute ein Heiland, ein Retter geboren. Und es wird dann so eine allegorische Auslegungsmöglichkeit. Ich werde sicherlich im Rahmen des Textes jetzt mal die andere Variante nehmen. Ich wollte es nur einfach mal, also das ist so eine grundsätzliche Möglichkeit der Bibelauslegung, die kann man auf viele Texte des Alten Testamentes anwenden und hier dann auch den Text für sich erschließen. Ich würde gerne mit euch einfach ein paar Verse lesen. Ich würde ein paar Verse aus dem 13., aus dem 14. und aus dem 15. Kapitel zugrunde legen, und ich lese jetzt zunächst einfach mal die ersten zwei Verse aus Richter 13. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Gott lässt auf sich warten. 40 Jahre passiert nichts. 0,0. Der letzte Richter ist gestorben und dann passiert erstmal ganz lange Zeit nichts. Von Abdon lesen wir in der Bibel, außer die drei Verse, die eben im 12. Kapitel stehen, 13 bis 15, 0. 0,0. Wir wissen nicht, wie er war, was er getan hat, ob er gut war oder eher ein schlechter Richter. Aber wenn wir so die Chronologie der Richter anschauen, von den ersten bis zu den letzten, dann ging es eigentlich stetig abwärts. Simson war sicherlich einer der, ja, menschlich gesagt, Schwächsten. Und trotzdem Mann Gottes, muss man einfach so sagen. Aber von Abdon wissen wir nichts. Und von Simson, da wissen wir sehr viel über seine Eltern, denn das 13. Kapitel ist eigentlich geprägt von dem, was seine Eltern mit Gott erlebt haben. Aber wir lesen hier eines: Er war ein Mann aus dem Stamm Dan. Und die Daniter, das waren nicht besonders angesehene Männer in Israel. Der Stamm Dan, der war gering verachtet. Wenn ihr nachlesen wollt, 1. Mose 49, Vers 17, da wird der Segen Jakobs über seine 12 Söhne gezählt und da wird eben über Dan ja kein gutes Wort verheißen. Da findet Jakob für seinen Sohn Dan keine schönen Worte. Könnt ihr hier nachlesen. Aber auch genau aus solch einem gering geachteten Stamm, aus dem Stamm Dan, kommt Simson. Hier wird der Manoach angesprochen, das ist der Vater von Simson, von dem wissen wir den Namen, von seiner Mutter wissen wir keine Namen, aber das waren geistliche Leute. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf die Eltern von Simson. Aber was ich an der Stelle euch weitergeben wollte, was mir wichtig war,
Und das ist einfach so, für eine Berufung im Geiste Gottes zu leben, da gibt es keine Vorbedingung. Null. Jeder ist willkommen, jeder ist nützlich. Es gibt für jede Nullnummer, so kann man das wirklich sagen, ja sogar für jeden Kriminellen gibt es eine Chance zur Umkehr. Gott braucht keine besondere Historie, um die Menschen zu erwählen. Gott kann das tun aus den Geringgeachteten. Und wenn wir auf die Bedeutung des Namens Manoach gehen, das bedeutet Ruhe. Und ich weiß nicht, wie der Manoach gelebt hat, aber ich glaube, er musste einiges aushalten in seinem Leben als Vater von Simson. Der musste einiges wegstecken. Aber er hat bezeugt oder wir haben von ihm gelesen, dass er ein Mann der Ruhe war und so hat er auch vielfach gehandelt. Die Sarah, von der haben wir gelesen, die Mutter von Simson, von der haben wir gelesen, sie bekam keine Kinder und war deshalb genau in guter Gesellschaft, eben auch mit der Sarah, mit der Rebekka, mit der Rahel oder auch Hannah. Das waren alles biblische Frauen, Frauen Gottes, die keine Kinder bekommen konnten. Und das war nicht so wie in der heutigen Zeit. Für heutige Zeit ist es auch hart für die Person selber. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Schwester, eine meiner beiden Schwestern, konnte oder kann auch keine Kinder bekommen. Die kämpft immer noch, obwohl sie schon lange Mitte 40 ist. Und sie kämpft immer noch mit dem Thema. Das ist nicht einfach für die Leute heute, aber damals war es noch viel schlimmer. Denn damals war das Thema Kinder bekommen ein ausgewiesener Segen Gottes. Und wenn du viele Kinder hast, bist du gesegnet und bist du privilegiert. Und das Gegenteil war hier der Fall. Und wir wissen das ja auch von der Hannah, wie sie oft geweint hat, wie ihr das schwer fiel, was sie alles erleben musste. Und viele, viele Jahre hatte auch die Mutter Simsons mit diesem Thema zu kämpfen. Sie konnten keine Kinder bekommen. Gott geht manchmal harte Wege mit uns Menschen. Das ist mir wichtig, euch weiterzugeben heute Morgen. Und die gehen zum Teil sehr, sehr lange. Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch. Da geht es zwar nicht um Simson, aber da geht es um harte Wege, die das Leben mit einem führt. Helmut Mattis, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der war viele Jahre der Leiter der christlichen Nachrichtenagentur IDEA. Ein ganz bekannter Mann in christlichen Kreisen, ein sehr belesener und sehr geistig handelnder Mann. Ich finde es ein sehr interessantes Buch. Und er hat auch seine Frau verloren, kurz bevor sie in Ruhestand gehen wollte, in vorgezogenen Ruhestand, ist sie an Krebs verstorben vor einigen Jahren. Ganz, ganz tragisch, auch für ihn. Wobei das war einfach nur ein Randthema in dem Buch. Er beschreibt einfach die Spannungen, in denen er stand und immer noch steht in seiner verantwortlichen Position als Leiter der Nachrichtenagentur IDEA, wie das Leben spielt. Und er hat da natürlich auch sehr viel erlebt. Gott kann auch anders. Und das haben wir auch hier, hat auch dieses Ehepaar Manoach und seine Frau erleben müssen. Und ich denke, das war nicht nur bis zur Geburt von Simson, sondern eben auch danach durch das Handeln von Simson. Ich weiß nicht, wie deine Woche heute war, du ganz entspannt hier heute Morgen in den Gottesdienst kamst oder ob du dir gedacht hast, oh Mann, mich beschäftigt so viel aus den letzten Tagen, mir geht so viel durch den Kopf, ich habe irgendwie den Kopf nicht frei für Gottes Wort, für Gemeinschaft hier untereinander, für irgendwas, weiß nicht, was euch beschäftigt. Wie war deine Woche? Warst du im Stress? Gibt es Probleme? Aber ich kann dir sagen, und das können wir aus dem Text hier mitnehmen, Gott kommt nie zu spät. Auch bei dem Ehepaar von Simsons Eltern war es so, Gott kam nicht zu spät. Er kam zur rechten Zeit, auch wenn hier 40 Jahre ins Land gingen, bis er Rettung geschenkt hat. Er kam und hat hier geholfen. Und er kommt zu uns. Markus, du hast es in der Einleitung jetzt auch schön formuliert, Gott kommt uns nah. Das ist auch hier ein ganz zentraler Punkt, hier zu dem Ehepaar von den Eltern von Simson kam auch der Engel Gottes. Ich würde mal gerne noch zwei Verse lesen aus dem Vers 21. Da heißt es hier im 13. Kapitel, der Engel des Herrn aber erschien Manoach und seiner Frau. Danach nicht mehr. Da erst erkannte Manoach,
dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sagte zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er uns aus unserer Hand nicht Brandopfer und Speisopfer genommen und er hätte uns nicht dies alles sehen lassen und uns nicht so etwas hören lassen. Ihr wisst es, wenn hier vom Engel des Herrn die Rede ist, dann kommt nicht ein Engel, irgendein Engel, sondern das ist im Alten Testament immer der Ausdruck für unseren Herrn Jesus selber. Da kam die zweite Person der Dreieinheit, da kam der Herr Jesus selber und hat mit der Frau hier gesprochen, der Mutter Simsons. Und der Manoach hat es dann verstanden, wir müssen sterben, wir haben Gott gesehen. Und seine Frau sagt, nein, Manoach, so ist es nicht. Warum sollten wir jetzt sterben? Denn dann hätte uns Gott, der Herr Jesus, der hier zu uns direkt gesprochen hat, das nicht erleben lassen. Seine Frau war hier klüger, als der Manoach es war. Und ich denke, es gehört auch zu einer geistlichen Klugheit, auch für euch heute, auch für mich persönlich, dass wir aus unseren Erfahrungen mit dem Herrn lernen. Im Psalm 103 heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ganz praktisch. Das sollten wir immer drüber nachdenken. Das ist wichtig, dass wir uns das behalten. Und ich sage es zu mir selber, mir geht es oft so, wenn ich Gebetserhörungen erlebe, immer wieder, dann vergisst man die sehr schnell. Eigentlich müsste man sich sowas aufschreiben, dass man das mehr weiß und für sich präsenter hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und ruf dir das wieder ins Gedächtnis, wenn es dir vielleicht heute nicht so gut geht. Und noch ein Punkt an der Stelle möchte ich weitergeben. Ja, die Eltern, das waren gläubige Leute und die mussten viel erleben mit ihrem Simson. Das war ja ein ganz besonderer, er war ein Assyräer, seine Mutter hatte keine alkoholischen Getränke, sie hatte keine Trauben gegessen, die hatten ein ganz besonderes Thema, ein Assyräer, der hat sich von allem Unreinen weghalten müssen. Simson hat es vielfach nicht gemacht, er hätte das tun müssen. Seine Mutter hat es schon gemacht, als ihr der Engel es gesagt hat. Und ich kann mir vorstellen, und dann kamen die ganzen Themen auch mit der Frau, die er heiraten wollte. Er hätte eigentlich anders handeln sollen an vielen Stellen, hat es nicht getan. Und ich denke, da haben die sicherlich auch gelitten. Aber ein gläubiges Elternhaus ist keine Garantie dafür, dass auch die Kinder selber gottesfürchtig leben. Und nichtsdestotrotz sind hier einfach die Eltern nicht verantwortlich, sondern die Kinder sind dann auch an der Stelle für sich selber verantwortlich. Ich möchte hier noch zwei weitere Verse lesen aus dem 13. Kapitel, Vers 24. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson, und der Junge wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben, in Manahe Dan zwischen Zora und Eshtaol. Interessant. Und jetzt erst nach dem ganzen Kapitel Vorrede kommt der Simson zur Welt. Und da stehen so banale Dinge wie, der Junge wuchs heran. Na klar, eigentlich nichts Gewöhnliches, wenn ich an unsere zwei Kinder denke, wenn ihr an eure Kinder euch zurückerinnert, die jetzt zum Teil schon groß sind, die wachsen so schnell heran, so schnell kann man nicht gucken. Eigentlich eine ganze Banalität. Und trotzdem wird es hier genannt, weil ich denke, der Simson, und das wissen wir ja auch, er war gesegnet von einem guten Körperbau, er war kräftig, er war stark. Ich habe immer noch das Bild von dem Flügeltor, wie er das Tor aus Gaza ausgehangen hat, aus Kinderbibeln im Kopf, das wird ja vielfach abgebildet. Es war schon ein ganz besonders auch kräftiger Junge und er wuchs nicht nur heran und wurde körperlich groß und kräftig und stark, sondern wir lesen auch hier, und das ist das Interessante, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben zwischen Zora und Eshtaol. Gottes Geist ist die treibende Kraft hier in Simsons Leben. Und das ist das Schöne. Er treibt damals nicht nur den Simson zwischen Zora und Eshtaol, sondern er sollte auch unser Leben treiben.
Aber so wie es beim Simson war, er ist immer wieder gefallen, er ist immer wieder in auf falsche Wege gekommen. So wird es vielleicht auch bei euch sein. Und wenn wir jetzt hier mal übersetzen, was das bedeutet, Zora bedeutet so viel wie Niederlage und Eshtaol, das bedeutet so viel wie Begehren oder Bitte oder Bitten. So war, denke ich, Simsons Leben wirklich auch geprägt durch viele Niederlagen. Aber, und das ist das Schöne, er blieb nie am Boden liegen, sondern er ergriff immer wieder auch Gottes helfende Hand und er stand dann auf. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. So erlebe ich das ganz praktisch. Christsein für mich, wir fallen immer wieder hin, ich falle immer wieder hin und muss dann wieder wirklich aufstehen und man muss neu bewusst werden, wie wichtig auch das Gebet ist und Gottes Reich ist. Und dann aufstehen, Krone aufrichten, weitergehen. So wie das ein netter Spruch auf einer Karte immer sagt. Das finde ich irgendwie, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Gott kann da auch immer wieder Kraft dazu geben. Und Gott trieb ihn an. Und so soll das auch in unserem Leben sein, dass Gott uns immer wieder antreibt, aufzustehen und unser Christenleben weiterzuleben. Ich würde gerne mit euch dann die Verse lesen hier aus dem nächsten Kapitel, 14. Kapitel 1 bis 4. Und dann ging Simson nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister und er ging wieder hinauf, berichtete seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Sein Vater und seine Mutter erkannten nicht, dass es vom Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschte nämlich die Philister über Israel. Alle Eltern, alle gläubigen Eltern schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn der Sohn heimkommt und sagt, ich habe eine Freundin und die ist nicht gläubig, aber ich werde sie bekehren. Ihr kennt das vielleicht aus eigenem Erleben, aus vieler eigener Erfahrung oder auch vom Hören von Erfahrungen anderer. Genau das macht der Simson hier an der Stelle. Spannend ist allerdings die Passage, wo es dann heißt, dass sein Vater, Vers 4, sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es vom Herrn war. Das meint aber natürlich nicht, dass er diese Frau in Timna heiraten soll, sondern da ging es eigentlich darum, dass Simson, und das ist zunächst positiv, dass er runtergeht ins Tal, ich sage jetzt mal in meinen Worten, Streit zu suchen. Das war eigentlich der Auftrag Gottes. Denn das müssen wir wissen, der Simson, der lebte mit seinem ganzen Stamm oben auf den Bergen. Wenn ihr Richter lest von Anfang, dann steht unten im Tal waren die Philister und die haben die Israeliten nach oben vertrieben in die Berge. Und ihr wisst selber, wo ist das gute Land? Was war das verheißene Land für die Daniter unten im Tal, wo es eben auch Wasser gibt, Gras gibt? Oben auf den Bergen war es in der Regel nicht so gut. Und das war natürlich das, was Simson geärgert hat. Wir als Israeliten müssen jetzt oben sein, hier in den Bergen, und ich gehe jetzt runter. Ich kämpfe jetzt für mein Volk, ich ändere die Situation. Das war ein richtiger, das war ein guter Gedanke von Simson, aber dass er dann natürlich kleine Frau dort findet, wo er gesagt hat, ja, sie ist gut in meinen Augen, das war nicht der Plan Gottes. Ich denke, das kann man so sagen. Und da hatten natürlich die Eltern dann auch zu knabbern an den Entscheidungen ihres Sohnes. Aber gut, so war es dann einfach. Ich denke, was wir hier daraus lernen können, ist es gut, wenn wir die Verheißungen Gottes immer wieder in Anspruch nehmen. Wenn wir runtergehen ins Tal, das, was Gott uns verheißen hat, wenn wir uns darauf besinnen, wenn wir darüber nachdenken, was will eigentlich Gott von mir, was hat er mir zugesagt? Und das will ich auch in Anspruch nehmen. Und das ist schön. Und es gibt hier schon, der Simson, der war eine besondere Person. Der hat einen besonderen Auftrag. Ich glaube, das könnte auch nicht jeder machen, was Simson hier gemacht hat mit seiner Kraft. Er war ein Einzelkämpfer.
Und ja, er ging alleine in das Feindesgebiet und er hatte ja, eine besondere Person mit einem besonderen Auftrag und erlebte auch eine besondere Bewahrung. Und ich muss da so denken an eine unserer Brüderstunden. Da hatten wir auch mal so eine ganz besondere Situation, wo wir uns zum ganz speziellen Thema ausgetauscht hatten als Brüder. Ich sage nur das Thema Litfaßsäule Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch. Und ich fand es sehr schön, zu welchem Ergebnis wir damals gekommen sind. Es gibt einfach Leute mit einem ganz besonderen Auftrag, wo man das einfach so abspüren kann. Aber ja, es war sehr speziell, was der Simson hier als Einzelkämpfer gemacht hat. Jetzt würde ich gern mit euch noch weiterlesen im 14. Kapitel, die Verse 5 bis 9. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Und er ging hinab, redete zu der Frau und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Und nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen. Und er bog vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus, nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und seiner Mutter und gab ihnen, und sie aßen. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Ja, der Simson auf dem Weg mit seinen Eltern gemeinsam nach Timna, um diese Frau dann auch zu heiraten in einer großen Zeremonie. Simson, der war immer im Kampf. Und das, denke ich, das ist auch was, was uns betrifft. Wir kommen nie aus dem Kämpfen heraus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das hat Paulus Timotheus zugerufen im 1. Timotheusbrief 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Seid nüchtern, sagt der Petrus, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ganz praktisch. Und hier kommt der Löwe aus der Ecke oder von vorne, kommt er angesprungen, ein junger Löwe, und wir lesen, wie Simson mit ihm umgeht. Interessant finde ich an der Stelle, wir lesen eigentlich, sie gehen zu dritt, aber die Eltern bekommen nicht mit, wie Simson diesen Löwen tötet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie sich getrennt, war der Simson so in Gedanken, dass er hinterherlief, weil er so vielleicht geträumt hat von seiner zukünftigen Frau, hat sich gefreut. Da kann man sich sehr gut zurückerinnern, wie das war, wenn man da frisch verliebt war. Und dann auf jeden Fall, sie laufen nicht zusammen. Der Simson tötet den Löwen und auf dem Rückweg gibt er dann den Eltern auch von diesem Honig, biegt vom Weg ab. Aber spannend ist aus meiner Sicht hier zu sehen, wie Simson überrascht wird von diesem Angriff. Und ich glaube, das müssen wir auch für unser Glaubensleben übertragen. Wir sind immer im Kampf, wir sind immer gefordert. Gerade wenn es vielleicht ruhig ist, wenn es uns gut geht, kommt der Teufel wie ein brüllender Löwe um die Ecke und hat ein Attentat auf uns vor, greift uns an. Also auch hier, und hier hat Simson nichts in der Hand, lesen wir. Hier hilft keine menschliche Weisheit, hier hilft keine moralische Stärke. Hier helfen auch keine guten Entschlüsse und es rettet uns auch nicht eine gute Erziehung. Wir haben auch nichts in der Hand, wenn wir kämpfen müssen gegen den Widersacher. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber was steht hier? Was haben wir gelesen im Vers 6? Hier steht, der Geist des Herrn geriet über ihn an der Stelle. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen. Wir können nichts aus eigener Leistung tun. Wenn wir gegen Gottes oder wenn wir gegen die List Satans ankämpfen, dann haben wir keine Waffenrüstung. Wir haben letzten Sonntag von der Waffenrüstung gehört. Peter hat es gut zum Ausdruck gebracht. Wir brauchen unseren Herrn als Hilfe. Und genau das ist der springende Punkt auch hier. Der Geist des Herrn gerät über den Simson und er gibt ihm die Kraft, wir müssen uns immer wieder neu von Gottes Geist füllen lassen und dürfen uns hier nicht zurückziehen auf eigene Fähigkeiten, eigene Erkenntnisse, eigenes Wissen.
das hilft uns nicht. Epheser 6 steht, Vers 10, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es heißt nicht, seid stark, macht selber. Seid ihr stark, sondern Paulus schreibt, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also stark mit der Hilfe unseres Herrn. Und das kommt auch hier bei Simson sehr gut zum Ausdruck. Und dann vielleicht noch einen Aspekt an dieser Stelle. Nur wer kämpft, erhält auch besonderen Ertrag. Wenn wir von vornherein weglaufen, wenn wir flüchten, wenn wir uns vor dem geistlichen Kampf drücken, dann können wir auch nicht diesen besonderen Ertrag haben, wie hier Simson den hatte in Form des Honigs. Was ganz Besonderes, sicherlich auch sehr ungewöhnlich. Nur wer kämpft, hat auch diesen besonderen Ertrag. Und ich glaube, das können vielleicht auch die Missionarsfamilien ganz besonders uns immer wieder erzählen, wenn sie Erlebnisse haben mit unserem Herrn, die weit über das hinausgehen, was wir so täglich erleben, weil sie ganz anders kämpfen müssen, weil sie ganz anders leben müssen in der Abhängigkeit von Gott. Aber wer sich auf Gott verlässt, der wird nicht verlassen und er kann auch von diesem besonderen Ertrag dann etwas erleben und immer wieder berichten. Das denke ich, das ist auch hier ein ganz wichtiger Aspekt. Ich würde gerne noch kurz einige Verse lesen aus dem 15. Kapitel. Die Verse 1 bis 8, die bekannten Verse, hier heißt es: Und es geschah nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, da suchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböckchen auf und er sagte, ich will meiner Frau in die Kammer hineingehen, aber ihr Vater gestattete ihm nicht hineinzugehen. Und ihr Vater sagte, ich habe fest angenommen, dass du sie nur noch hast, da habe ich sie deinem Brautbegleiter gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Sie soll an ihrer Stelle dir gehören. Da sagte Simson zu ihnen, diesmal bin ich ohne Schuld an den Philistern, wenn ich ihnen Übles tue. Und Simson ging hin und fing 300 Füchse. Und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz zu Schwanz und befestigte eine Fackel zwischen jenen Schwänzen in der Mitte. Dann zündete er die Fackeln mit Feuer an, ließ die Füchse los in das stehende Getreide der Philister und steckte alles in Brand, vom gelben Haufen bis zum stehenden Getreide, ja, bis zum Weinberg und Olivenbaum. Da sagten die Philister, wer hat das getan? Und man sagte, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil er ihm seine Frau weggenommen und sie einem Brautbekleider gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Und Simson sagte zu ihnen, wenn ihr es so macht, erst wenn ich mich an euch gerecht habe, erst danach will ich aufhören. Und er schlug sie gründlich zusammen, also sie seine Oberschenkel und seine Unterschenkel, ein gewaltiger Schlag, und er ging hinab und blieb in der Felsspalte von Etam. Wenn wir das Leben Simsons im Detail beleuchten, dann stellen wir fest, dass es ein Leben war mit sehr viel Zorn und Rachegedanken. Gut, man kann natürlich den Simson hier verstehen, dass jetzt er seine Frau nicht mehr hatte, beziehungsweise dass sie einem anderen gegeben wurde. Aber der Mann Simson war geprägt von Rache. Ich habe mir das so in der Überschrift in meinen Unterlagen notiert, Eskalation ohne Gleiche. Der Simson hat immer obendrauf, immer eins mehr. Und wenn ihr mir das tut, dann tue ich euch das, immer aggressiv obendrauf. Und was wir hier auch gelesen haben oder was auch das Leben von Simson kennzeichnet, das waren Einzelkämpfer. Er war kein Teamplayer, er hat immer alleine gekämpft, er hat gemacht, er war ein Machertyp, aber das Team konnte er nicht einbinden. Die anderen Israeliten hat er nicht eingebunden. Und ich denke, wenn der Simson ein geistlicher Mensch gewesen wäre, nicht nur ein Kämpfer, dann hätte er das gemacht. Dann hätte er die anderen mit eingebunden, dann hätte er größere Siege erreichen können, wie das, was er tatsächlich dann erreicht hat. Er hat sicherlich vieles erreicht und er hat ja auch viele Philister
erschlagen mit dem Eselsknochen, dann mit dem Unterkiefer 1000 und später nochmal mit seinem Tod 3000. Aber wir lesen nie von Simson, dass er Gott anrief, ihn zu verändern. Er hat ihn zweimal angerufen, so können wir lesen, einmal, als er Durst hatte, unheimlich Durst hatte, dass er Wasser braucht und einmal, dass er Rache üben kann für seine beiden Augen, ganz zum Schluss. Und ich denke, das ist nicht gut, das ist nicht geistlich gewesen, obwohl Gott vielfach durch und mit Simson gehandelt hat, war es kein durchweg geistlicher Mann. Und das ist eigentlich schade von einem Mann Gottes. Er hätte, denke ich, mehr Gott suchen sollen. Ich spreche jetzt hier den Eingangsvers an, den der Flo hier über diesen Gottesdienst gestellt hat, Psalm 27, Vers 8, Gottes Gesicht suchen. Ich glaube, das hätte ein Simson mehr machen sollen. Dann hätte er vielleicht in vielen seiner Entscheidungen geistlichere Entscheidungen getroffen. Er hat sich für die One-Man-Show entschieden, er hat selber gekämpft, er war ein besonderer Kämpfer und Gott hat ihn auch immer wieder benutzen können. Aber unterm Strich eigentlich ein, ja, die meisten Kommentare, die ich gelesen habe jetzt zum Simson, die waren negativ. Die waren, der Mann ist ja kein gutes geistliches Vorbild gewesen, er hat viel Menschliches in seinem Leben Raum gegeben und das ist eigentlich schade. Aber ich komme zum Schluss. Die Bibel beschreibt uns halt auch solche Menschen. Und ich habe eingangs gesagt, die Bibel ist kein Buch, das rosa prosa niederschreibt, sondern es ist die Wahrheit, so wie wir Menschen sind. Und das haben wir auch hier so gelesen. Menschen wie wir, ich stelle mich da ganz drunter, ohne rosa prosa. So ist die Bibel. Und das ist aber auch das Schöne an der Bibel. Ich möchte kurz zusammenfassen und zum Schluss kommen. Was können wir lernen aus den Lehren aus dem Leben des Simson? Für eine Berufung gibt es keine Vorbedingungen. Null. Jeder kann zu Gott kommen, jeder ist willkommen und Gott kann jeden gebrauchen. Und das ist das Schöne. Gott kann jeden gebrauchen, egal welchen Hintergrund du hast, wie oft du gefallen bist. Steh auf, geh hin, tu Buße, bring dein Leben mit deinem Herrn in Ordnung und start neu durch. Und das ist einfach schön, dass wir das tun dürfen in unserem Leben. Unser Leben, ich habe das gesagt zum zweiten Punkt, ist oft geprägt zwischen Niederlage und Aufstehen. Und da ist Simson ein tolles Beispiel. Der hat es gemacht. Er kommt als der Glaubensheld in Hebräer 3, 11, das müssen wir einfach auch sehen. Er kommt als der Glaubensheld, wird er hiermit aufgeführt, auch wenn sein Leben unterm Strich natürlich durchgängig mit Höhen und Tiefen war. Simson war oft geprägt von Rachegedanken und bei ihm herrschte einfach das Eskalationsprinzip und das ist nicht so gut, das ist nicht gut und das sollte auch bei uns so nicht sein. Und ich glaube, ich muss mir selber immer wieder die Frage stellen, will ich als Sieger leben oder als moralischer und geistlicher Verlierer? Und wenn wir aber als Sieger leben wollen, dann sollten wir einfach anfangen, dass Gott uns verändert, dass wir nicht mehr beten, mach mich, sondern veränder mich, wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe gerade das Gleichnis, war weg, wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der gebetet hat, gib mir, mach mich, gib mir mein Geld, ich will haben, ich will mein Leben leben. Das hat er gebetet am Anfang und dann ging er weg, dann ging alles kaputt und erst zum Schluss hat er gebetet, mach mich. Veränder mich. Er hat gebetet, mach mich zu einem deiner Diener. Und das ist eigentlich der richtige Ansatz zu sagen, dass wir Gott bitten, er möge uns verändern. Und dazu kann der heutige Tag, der heutige Vormittag wieder ein neuer Startpunkt sein für jeden von uns, dass wir einfach ein geistliches Leben leben dürfen zu Gottes Ehre. Amen.